Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, die Woche in Köln. Es gibt eine schöne Nachricht beim Blick auf die Kölner Woche vor Ostern. Die Fenster aus der zerstörten Kathedrale Notre-Dame sind auf dem Weg zurück nach Paris. Ein Jahr lang wurden sie in der Kölner Dombauhütte restauriert. Darüber spreche ich gleich mit der ehemaligen Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Mein Name ist Helmut Frankenberg und das sind weitere Themen in der Episode 343 von Stadt mit K. Unsichere Zukunft. Verlässt der 1. FC Köln das Geißbockheim? 30 Jahre Technoparty. Die Pollerwiesen feiern Jubiläum. Debatte um künstliche Intelligenz. Ein angeblich kölsches Ostergedicht von ChatGPT. Thema der Woche. Der Weltfußballverband bringt die Verantwortlichen des 1. FC Köln und seine Fans ins Schwitzen. Keiner weiß so genau, wie man denn ohne Neuverpflichtungen von Spielern in eine neue Bundesliga-Saison starten kann. Das ist die harte Strafe der FIFA, weil der FC möglicherweise einen jungen Slowenen zu einem Vertragsbruch angestiftet haben könnte, damit er anschließend in Köln unterschreibt. Noch scheint es ein bisschen so, als wenn der FC das Ganze nicht wirklich wahrhaben will. Man hofft auf die Berufung, sieht sich im Recht, im Kampf mit unberechenbaren Mächten. Diese Gemengelage lässt sich leicht übertragen auf ein anderes Problem des 1. FC Köln, mit dem sich der Verein nun schon fast 10 Jahre befassen muss. Auch hier geht es um ein Gerichtsurteil, auch hier hat er es offenbar mit unberechenbaren Mächten zu tun. Und die sind in diesem Fall die Stadt Köln, ihre Oberbürgermeisterin und die Ratsmehrheit. Es geht um die Zukunft des 1. FC Köln im äußeren Grüngürtel, dort wo im Geißbockheim und auf den umliegenden Sportplätzen das Herz des Vereins seit Jahrzehnten schlägt. Eigentlich war dem FC ein Ausbau seiner Bundesliga-untauglichen Trainingsstätten zugesagt worden. Die Stadtverwaltung hatte sogar einen konkreten Planungsauftrag für den Ausbau auf der Gläuler Wiese. Doch der ist nicht mehr viel wert. Im von den Grünen geführten Ratsbündnis gibt es keine Mehrheit mehr für die Ausbaupläne und auch Henriette Reker hat ihre Meinung geändert. Hinzu kommt die juristische Auseinandersetzung mit einer Bürgerinitiative und Umweltverbänden. Wie geht es nun weiter? Zugeschaltet ist mein Kollege Matthias Hendorf aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. In dieser Woche wurde bekannt, der FC hat einen neuen Masterplan für sein Trainingszentrum und der spielt nicht mehr im Sülz-Lindenthaler Grüngürtel, sondern im fernen Marsdorf. Matthias, wie konkret sind denn diese Pläne? Zunächst mal, wenn man auf diesen sogenannten Masterplan schaut, würde ich behaupten, dass der sehr konkret ist, weil er genau aufzeigt, wo der FC vorhat, welchen Fußballplatz für welche Mannschaft hinzubauen. Also ist ganz klar geregelt, da sollen die Profis trainieren, dort die U17, dort die U19, dort ist das Torwarttraining und ebenso ist auch aufgezeigt, wo die Verwaltung in einem Gebäude untergebracht ist, wo die Leistungszentren sind für den Nachwuchs, für die Frauen und auch die Gastronomie. Aber da braucht es ja dann auch noch ein Bebauungsplanverfahren. Ob das dann am Ende alles so kommt, müsste man dann mal sehen. Aber zunächst mal, ja, dieser Plan zeigt, wie der FC sich seinen neuen Campus in Marsdorf vorstellen könnte, ja. Bedeutet denn dieser Masterplan für Marsdorf, dass der FC seinen Wunsch endgültig begraben hat, sich am Geißbockheim zu erweitern? Da würde ich sagen, nein. Das signalisiert der FC auch, das bleibt die 1A-Lösung am Geißbockheim auszubauen, so wie er das seit 2014, also mittlerweile 9 Jahren plant. Aber es gibt natürlich realistisch, das hast du eben angesprochen, dafür ja keine Perspektive. Deswegen würde ich sagen, sortiert der FC sich neu seit Jahren und hat jetzt zumindest die Alternative Marsdorf im Kopf und erwägt die. Es ist aber auch so, dass er gegen dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts, was im November ja gesagt hatte, die Bebauungspläne auf der Gläuler Wiese, also im Grüngürtel, wo der FC seit Jahrzehnten zu Hause ist, die sind unwirksam. Dagegen hat er keine Revision zugelassen. Dagegen wiederum wehrt der FC sich jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das ist so ein bisschen die letzte Möglichkeit. Da steht dann in den nächsten Wochen und Monaten ein Urteil an. Sollte das dann sagen, okay, die Revision wird nicht zugelassen, dann tendiert der FC oder dürfte der FC noch stärker nach Marsdorf tendieren. Das ist meine Meinung. Der FC schwimmt ja bekanntermaßen nicht im Geld. Ein ganz neues Trainingszentrum in Marsdorf mit Hallen und vielleicht sogar einem kleinen neuen Stadion. Das wird er wohl nicht alleine stemmen können. Muss dann da die Stadt einspringen, also der Steuerzahler? Der FC könnte ja sagen, so liebe Stadt, wenn ihr uns nicht mehr da haben wollt, wo wir seit Jahrzehnten zu Hause sind, dann müsst ihr bitte schön auch dafür bezahlen.
Ja, zunächst mal, der Club ist stinksauer auf die Oberbürgermeisterin, auf Oberbürgermeisterin Reker, auf Teile der Politik, weil er eben mit den wichtigen Playern eigentlich 2014 sich committed hat und dass es quasi losgehen kann, dass er da ausbauen kann. Unter anderem die Grünen haben ja auch gesagt, das ist ein großer Eingriff in den grünen Gürtel, aber er ist vertretbar. Das ist das Zitat von der damaligen Fraktionschefin. Das steht jetzt nicht mehr und deswegen ist der Club sauer. Das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Und jetzt ja, möchte er natürlich, dass wenn er vom Geisbockheim wegzieht nach Marsdorf und die Stadt die Flächen am Geisbockheim übernimmt, die ja ihr gehören und nur bei Erbpachtvertrag an den FC verpachtet sind und auch das Geisbockheim oder die Flächen, dann will er dafür natürlich Geld haben. Dann ist die Frage, wie viel? Dann sagen die einen, okay, das ist das traditionsreiche Geisbockheim und ein Neutraler würde vielleicht sagen, naja gut, das ist auch schon 70 Jahre alt und vielleicht auch nicht mehr flammenneu. Gibt es Beihilfe rechtliche Probleme, wenn die Stadt Subventionen vergeben könnte für Marsdorf? Ich würde sagen, ja. Und das ist auch das große Thema. Die Oberbürgermeisterin hat zuletzt im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger genau das angesprochen, gesagt, es gibt beihilferechtliche Probleme und die OB hat wörtlich gesagt, wir müssen nun schauen, was möglich ist. Der Satz verrät ja, sie arbeiten gerade an einer Lösung, dass man dem FC finanziell entgegenkommen kann. Das dürfte allerdings in Teilen der Sportwelt oder der Kölner Sportwelt vermutlich aufmerksam dann betrachtet werden, weil dann könnte die Frage aufkommen, warum denn eigentlich der FC und wir nicht? Und was wäre eine Lösung, was wäre ein Ausweg? Müsste die Sportstätten GmbH nochmal ran und die Stadt quasi über ihre Tochter bauen und der FC wird es dann mieten? Das ist eine Variante. Inwieweit das am Ende geht, ist auch Teil der Prüfung, die da gerade läuft. Ja, das würde dann so aussehen, oder das könnte dann so aussehen, dass die Sportstätten das bauen. Die Rede ist aktuell von 120 Millionen und der FC das dauerhaft mietet. Wie gesagt, ob das geht, muss jetzt sauber geprüft werden. Was wird denn aus dem traditionsreichen Geisbockheim, wenn der FC wegzieht? Tja, da geistert so das Wort einer Bezirkssportanlage durch den Raum und das ist natürlich, wie die meisten Amateurfußballer wissen, eher eine eher nüchterne Veranstaltung. Aber das wäre natürlich, wie soll man sagen, sehr bitter für den Club, dass er quasi nach Marsdorf geht auf eine Ackerfläche an der Autobahn und dann übernimmt die Stadt das traditionsreiche Geisbockheim mit den vielen Fußballplätzen, wo er seit Jahrzehnten zu Hause ist und widmet es dann um zu einer Bezirkssportanlage. Ja, da ist der Club zu Recht sauer, da haben die Oberbürgermeisterin und Teil der Politik in den letzten Jahren wirklich keinen guten Job gemacht. Herzlichen Dank, Matthias Hendorf, zum Masterplan des 1. FC Köln für ein neues Trainingszentrum in Marsdorf. Viele Baustellen für den FC und hinzu kommt die ganz drängende, wer schießt denn da endlich mal wieder Tore für Köln? Dieses Wochenende spielt der FC gegen Augsburg, nächste Woche dann zu Hause gegen Mainz. FC-Trainer Steffen Baumgart ist auf der Suche nach Lösungen. Wir müssen schon gucken, dass wir gewisse Sachen besser machen, ja, auch die Klarheit im 16er klarer kriegen, dass wir, und das ist das, was ich den Jungs auch immer wieder sage, dann eher mal einen Schuss mehr als einen Schuss weniger, ja, und nicht drüber nachdenken, ob der jetzt reingehen könnte oder nicht, weil so geht er nicht rein. Das ist das, was wir daran arbeiten, das ist dann aber auch eine Kopfgeschichte. Aber viel wichtiger ist, dass die Jungs genauso in dem Prozess weiter sind, den wir bisher hatten, auch in erfolgreichen Zeiten, dass wir gute Trainingseinheiten haben, dass wir sehr intensiv agieren, dass wir sehr aggressiv agieren, dass wir unseren Fußball nicht verändern wollen, dass wir da bleiben. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass die Jungs irgendwie einen anderen Weg gehen wollen oder auch einen anderen Weg gehen. Und das ist erstmal entscheidend, weil am Ende geht es darum, wenn du eine klare Idee hast vom Fußball, dann muss sie halt auch standhalten. An der offensiven und laufintensiven Art Fußball zu spielen, soll sich beim FC also nichts ändern. Es ist zu hoffen, dass die magere Bilanz vor dem Tor des Gegners den Spielern nicht aufs Gemüt schlägt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Jungs irgendwie, ich sag mal, in Trauer sind, sondern die sind ehrgeizig, die sind natürlich sauer. Ja, aber nicht, weil sie schlecht arbeiten oder schlecht trainieren, sondern weil wir halt wirklich die Ergebnisse nicht einfahren. Und das muss auch das Ziel sein, dass wir bei uns bleiben, dass wir klar an den Abläufen bleiben und auch klar auf Sieg spielen. Und das wollen wir in Augsburg und das muss zu sehen sein. Anpfiff in Augsburg ist am Samstag um 15.30 Uhr. Good News. 2019 gingen die Bilder der brennenden Kathedrale Notre Dame um die Welt. Überall gab es anschließend Hilfsangebote zum Wiederaufbau. Den Auftrag, den deutschen Beitrag zu koordinieren, bekam Kölns ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Und so kamen 4 Glasfenster aus dem Langhaus der Kathedrale zur Kölner Dombauhütte, um hier rekonstruiert zu werden. In dieser Woche sind 3 der 4 Fenster fertig geworden und nun auf dem Weg zurück nach Paris.
Barbara Schock-Werner ist nun am Telefon. Beschreiben Sie doch mal die Herausforderung, die da zu bewältigen war. Die größte Herausforderung lag darin, dass auch diese Scheiben mit giftigem Bleistaub belastet waren, der zuerst in einer Art Unterdruckkammer außerhalb der Werkstatt abgesaugt werden musste. Dazu trug die Restauratorin einen kompletten Schutzanzug und erst danach konnten die Fenster in die Werkstatt gehen und wurden dort ganz normal, wie man das auch mit den Fassfenstern des Domes und anderen Orten macht, restauriert. Das heißt, der Ruß und der alte Dreck mussten entfernt werden, das Bleinetz zum Teil verstärkt, erneuert werden, ringsum neue Bleirahmen angefugt, außen die Bleinerven mit Kitt wieder geschlossen, sodass sie wieder fetterfest sind und alle zerbrochenen Stücke und Hitzerisse mussten geklebt werden, manchmal auch mit dünnen Bleistegen geflickt. Nur an ganz wenigen Stellen brauchte man auch neues Glas, weil man so viel wie möglich Originalsubstanz retten wollte. Und das war eine mühsame Arbeit, die in Köln und zum Teil auch in einer eng befreundeten Werkstatt in Paderborn gemacht wurden. Und jetzt sind sie alle fertig und sind jetzt gestern zurück nach Paris gekommen, wo sie in den nächsten Wochen von zwei Mitarbeitern der Kölner Werkstatt eingebaut werden. Der Mitarbeiter war mehrfach in Paris und hat die Öffnungen nochmal genau vermessen und nachgearbeitet, sodass wir sicher sein könnten, dass die Scheiben auch reinpassen und alles in Ordnung ist. Die vierte Scheibe aber, das liegt an dem Gerüst innerhalb von Notre Dame, kann erst im Sommer eingebaut werden und erst wenn die vierte Scheibe auch drin ist, wird es einen offiziellen Übergabetermin geben. Kann man sagen, wie viel Aufwand, wie viel Zeit in so einer Restaurierung von so einem Fenster drin steckt? Und das kann ich nicht sagen, aber das war natürlich schon aufwendig. Vor allen Dingen, also es war ein Jahr Arbeit, kann man so sagen, von etwa drei Mitarbeitern. Es sind ja vier große Fenster, die aus vielen einzelnen Scheiben bestehen. Also das ist schon eine gewaltige Fläche für Besucher in Zukunft Notre Dame. Also wenn man reinkommt, gleich rechts oben, um es laienhaft auszudrücken, also im westlichen Teil des südlichen Obergartens des Langhauses werden die Kölner Fenster oder die in Köln restaurierten Fenster eingesetzt werden. Der französische Präsident hat ja damals versprochen, dass sehr schnell alles fertig restauriert wird. Er hat von 5 Jahren gesprochen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wissen Sie, wie es aussieht im Moment? Also ich weiß nur von den Kollegen, dass die daran arbeiten, diesen Termin mit aller Kraft zu halten. Es arbeiten ja fast 1000 Leute auf dieser Baustelle. Ob das wirklich zu Olympischen Spielen sollte es ja fertig sein, das wäre im Juni 2024. Neulich ging aber durch die Presse, dass jetzt der 8. Dezember vorgesehen ist, aber die Franzosen halten sich mit genauen Daten doch sehr zurück. Aber es wird sicher 2024. Die Kirche wird wieder begehbar sein, sagen wir es mal so, 2024. Ob wirklich alles fertig ist ja ein relativer Begriff. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß aber, dass im Inneren der Kirche der Vierungsturm schon mal zusammengebaut wird, also unten auf dem Boden. Und dann, wenn der fertig ist, dann wird er wahrscheinlich nicht als Ganzes, sondern in großen Teilen obendrauf gesetzt. Also die arbeiten schon mit hohem Druck. Das Problem ist, dass das Gebäude noch nicht ganz trocken ist, aber damit müssen sie dann irgendwie fertig werden. Herzlichen Dank, Barbara Schock-Werner, zur Restaurierung von 4 Fenstern der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Was sonst wichtig war. Wir schimpfen ja gerne über die KVB, oft zu Recht. Hier gibt's mal eine gute Nachricht. Die Gleisbauarbeiten am Barbarossaplatz, die seit Ende März manchen sehr geärgert haben, sind planmäßig fertig geworden. Die Linien 12, 15 und 16 fahren wieder auf ihren regulären Wegen. 560 Meter Schiene wurden ausgetauscht, dazu Schwellen und Weichen. Die neuen Schienen können sogar beheizt werden. 7,6 Millionen Euro sind am Barbarossaplatz verbaut worden. Schöner
ist er dadurch leider nicht geworden. Was war sonst noch wichtig? Der Dom beendet sein Energiesparprogramm und soll ab Ostern abends wieder angestrahlt werden. In Deutz eröffnet die Osterkirmes. In diesem Jahr läuft sie nur 9 Tage lang. Und außer samstags muss auch schon um 21.30 Uhr abends Schluss sein. Stadt und Politik haben die Vorgaben verschärft. Die Schausteller beklagen das. Irgendwann würde es sich für sie nicht mehr lohnen, in Köln ihre Buden und Attraktionen aufzubauen. Die Stadt hat zusammen mit dem Verein Club Com die Förderung von Open-Air-Veranstaltungen ausgeschrieben. Veranstalter können ab sofort Anträge stellen. 210.000 Euro sind im Topf. Das Geld ist das eine. Das größere Problem ist die Frage, was denn wann und vor allem wie lange erlaubt ist. Man könnte es auch anders formulieren. Sind die Lärmschutzregelungen für eine Großstadt, die Kulturstadt sein will, angemessen? Was für die kurze Deutzer Kirmes gilt, die mancher Nachbar gerne ganz vertreiben würde, betrifft natürlich auch alle anderen, die in Köln etwas veranstalten wollen. Davon können auch die Veranstalter von Open-Air-Partys berichten. Die größte von ihnen wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Die Pollerwiesen sind längst nicht mehr nur eine Bezeichnung für ein schönes Fleckchen in Köln, es ist auch der Name für eine Party, die sich vom einst namensgebenden Ort am Rhein losgelöst hat. Techno-Oldies erinnern sich an die improvisierten Anfänge. Heute ist das Elektro-Festival eine große Nummer. Am Ostersonntag hätte eigentlich das große Opening stattfinden sollen. Das wurde aber wegen des trüben Wetters auf den ersten Ausweichtermin eine Woche später verschoben. Meine Kollegin Annika Müller hat mit Michael Kastens, einem der Veranstalter, über die Entwicklung des Festivals, Herausforderungen und die Zukunft der Pollerwiesen gesprochen. In den 90ern gab es ja noch gar keine Raves, es gab ja auch gar keine Festivals für elektronische Musik. Techno war neu in Deutschland. 1993 haben ja Heike und Oliver damals die Bierbank in Frechen im Wald aufgebaut, 2 Plattenspieler drauf und eine Anlage und das war die erste Pollerwiesen. 10 Jahre lang fanden die Pollerwiesen als illegale Open-Air-Partys in Köln statt. Damals wurde der Veranstaltungsort noch kurzfristig per Flyer oder SMS verteilt, damit die Stadt nicht dazwischen funken kann. Irgendwann war das Ganze aber dann einfach zu groß. Die Veranstalter und die Stadt einigten sich auf den Jugendpark als festen Veranstaltungsort und die Pollerwiesen wurden dann 2003 offiziell angemeldet. Das ist nun auch schon wieder 20 Jahre her und die Party hat sich zu einer festen Größe in Köln etabliert. Auch in Dortmund gibt es mittlerweile ein Pollerwiesen-Festival. Das Opening und Closing der Veranstaltungsreihe, das findet aber nach wie vor in Köln statt. Genauso wird natürlich auch die Jubiläumsfeier am 24. Juni in Köln begangen. Angefangen im Jugendpark, von da geht's dann ins Bootshaus und dann geht's im Gewölbe weiter. Es ist natürlich die offizielle 30 Years Pollerwiesen Jubiläumsveranstaltung. Und deshalb kann man sich vom Line-Up her schon darauf freuen, dass es eine geschmackvolle Mischung aus Pollerwiesen Klassikern und Pollerwiesen Newcomern ist. Das Festival kann auf 30 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Aber wie soll es denn in Zukunft weitergehen? Ja, wir haben grundsätzlich die Punkte, die du angesprochen hast, ob wir uns vergrößern, ob wir noch neue Sachen machen im Ausland. Das ist erstmal, also A, gibt es da unzählige Überlegungen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mit der Pollerwiesen Sachen im Ausland gemacht. Wir sind jetzt nach der Pandemie, und das haben wir auch während der Pandemie gelernt, wo viele VeranstalterInnen neue Projekte angefangen haben oder Projekte auf In-Hauruck-Aktionen umgesetzt haben. Wir sind gerade in einem Moment, dass wir erstmal unsere Dinge, die wir tun, unsere Projekte konsolidieren möchten, weiterführen möchten und uns dann neuen Abenteuern widmen. Die Pandemie und die Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine sind auch an den Pollerwiesen nicht spurlos vorbeigegangen. Der Ticketverkauf laufe in diesem Jahr stabil, auch wenn beim Opening eine leichte Zurückhaltung wahrnehmbar sei. Tickets gibt's dafür noch, Kastens empfiehlt aber nicht zu zögern, wenn der Termin einmal final feststeht. Das komplette Interview mit Michael Kastens von den Pollerwiesen könnt ihr in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de lesen. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten 4 Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de/pluspodcast.
So, jetzt sprechen wir mal über einen angeblichen Alleskönner. ChatGPT, die Wundermaschine, die alles weiß und uns die Arbeit abnehmen soll. In dieser Woche ist heftig diskutiert worden. Experten für Hightech, darunter Firmenchefs, die selbst mit künstlicher Intelligenz verdienen wollen, haben eine halbjährige Pause bei der Entwicklung neuer KI-Systeme gefordert. Gleichzeitig wird heftig politisch darüber debattiert, ob man Regelungen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz treffen muss. In Kanada wird wegen des unerlaubten Datensammelns ermittelt. In Italien hat die Datenschutzbehörde ChatGPT erstmal ganz gesperrt. Und am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Bürgermeister in Australien ChatGPT wegen Falschaussagen über ihn verklagen will. Das angebliche Superhirn hat ihn nämlich als Kriminellen in einem Bestechungsskandal bezeichnet, obwohl er eigentlich derjenige war, der den Skandal mit aufgedeckt hatte. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, vielleicht eine gute Methode, um mit den Entwicklern ins Gefecht zu gehen, fordert die Maschine auf, einen Aufsatz über euch zu verfassen. Und dann verklagen wir sie. Ich habe das für meinen Fall mal probiert und Erschreckendes über mich erfahren. Das Superhirn hat mich nämlich für tot erklärt. Und es ist nicht die einzige Falschmeldung über mich, die verbreitet wird. Ich habe ChatGPT dann mitgeteilt, wie man das so macht, dass die Infos über mich falsch sind. Das hat die Maschine überhaupt nicht beeindruckt. Mir wurde vielmehr mitgeteilt, dass keine Verwechslung vorliegen könne, es gebe nur einen Helmut Frankenberg und der sei tot. Da ist ChatGPT durchgefallen. Wir haben es zur Feier des Tages dann auch mal mit einem überschaubaren Arbeitsauftrag versucht. Superhirn, schreibe ein kölsches Ostergedicht. Wir haben eins bekommen und bevor ich es hier mit österlichen Grüßen vortrage, sage ich schon mal, Kölsch kann die Maschine auch nicht. Im Gegenteil, es wird gleich richtig gruselig. Und reimen kann das Ding auch nur sehr begrenzt. Stattdessen erfindet es Worte, die es weder auf Deutsch noch auf Kölsch gibt. Die Vorgaben von uns, 10 Zeilen sollte das Ostergedicht für Stadt mit K lang sein. Außerdem sollte ein Osterhas drin vorkommen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Uppjepass. Et Osterfest steht für Drdür. Und ich denk an de Osterflür. Was mag das wohl sein? Eier in bunten Farbe gefärbt. Der Osterhas hat sie ja nett verbergt. Man könnte jetzt hinter jeder Zeile die Fehlerzahl sagen. Hier waren es mindestens 6. Es ist der Morgen von der Osterzeit. Ich stonn ob und bin bereit. Der Osterflür ist obgeschmück. Es ist wie jedes Jahr geflück. Ich schnüffle durch der Räume und süchte Eier mit vielen Schaume. Doch plötzlich höre ich es kloppen. Der Has ist da, ich kann jetzt gloppen. Ich schrei, der Has, der Küt. Und es kloppt noch viva, so ganz vorsichtig, so sitt. Doch ich kann nicht wade, ich muss jetzt donn, der Has möt nit ins so schnell ronn. Und da in der Eck stonn ich dann mit meinem Kölsche Osterplan. Ich danke der Osterhas für die schönen Gaben und freue mich ob der nächste Ostermorgen. Dann hoffentlich ohne Gedicht. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Osterplan, den Eiern mit vielen Schaume und dem Osterflür, was auch immer das sein könnte. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Stadt mit K.